So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Letztes Mal haben wir die Rivali-Missionen beendet und jetzt geht's zu Urbosa. Bist du schnell genug, mir zu folgen? Die Gerudo leben in einem Dorf der gleichnamigen Region. Sie sind ein starkes und stolzes Volk der Wüste, das ausschließlich aus Frauen besteht. Aufgrund ihres herausragenden Geschicks im Kampf sowie ihrer Fähigkeit, über den Blitz zu gebieten, fiel die Wahl des Piloten für den Titanen Vana Boris auf Urbosa, die Anführerin der Gerudo. Auch verband sie eine enge Freundschaft mit der verstorbenen Königin von Hyrule. Mit Link an ihrer Seite trat Zelda nun die Reise nach Gerudo-Stadt an, nicht ahnend, dass sie auf dem Weg eine überraschende Begegnung erwarten würde. Gerudo-Wüste, ein Wüstengebiet im südlichen Gerudo mit großen Temperaturunterschieden. Die königliche Familie entsandte Zelda und die anderen wohl vorbereitet auf alle Temperaturen. Wir sind gespannt, wie wohl vorbereitet wir da wieder sind. Jetzt sag nicht, wir müssen gegen Gerudo kämpfen. Ich kämpfe garantiert nicht gegen Gerudo. Warum greifen die Gerudo uns an? Oh nein. Das werden wir wohl Königin Urbosa selbst fragen müssen. Oh nein. Ich muss gegen Gerudo kämpfen. Ah, come on. Die hylianischen Truppen greifen an, genau wie Urbosa sagte. Sie haben es auf uns abgesehen. Willst du mich verarschen? Wow, das ist ja eine riesige, große Map. Einfach nur. Ja gut, die riesige Wüste halt, ne? Also ab zur Stadt. Da komme ich ja ganz schnell dahin. Und wir können das direkt klären. Hi. Halt! Nein. Will nicht kämpfen. Na super. Stadt Urbosa. Was? Okay. Das ist ja sehr doof, ne? Okay, also, ich bin ja Link, ich bin anständig, ich kämpfe nicht gegen die. Aber Rivali... Rivali hat damit überhaupt kein Problem. Das interessiert den gar nicht. Rivali wird angegriffen, Rivali verteidigt sich. So, der hat da kein Problem. Ach, da. So langsam komme ich in Fahrt. Jo. Seht und staunet. Machen wir. Ohne Gnade. Das war die erste. Auf mein Konto. Die zweite ist... Hä? Hier geradeaus? Ach, hallo? Da. Oder wo die Party steigt. Seh schon. Das war's. Rivali! Hat sie gesagt, niemand ist so zuverlässig wie du? Alles klar, Zelda. Kannst dich ja bald alleine beschützen.
Kein Problem. Haltet ihr hiervon? Oh. Nix haltet ihr hiervon, weil ich nicht getroffen habe. Easy. Scheiße. Der Sieg geht auf mein Konto. Nehmt das. Na, dann halt einfach so. Dann metzeln wir uns halt einfach durch. Was soll's. Ich verstehe dich. Mein Konto. Okay. Los! Tore sind offen. Oder auch nicht. Okay, Link, jetzt du wieder. Tore sind offen. Wo ist Link denn in der Zwischenzeit hingelaufen? Willst du mich komplett veralbern? Link ist einfach ganz woanders hingelaufen. Ich will keinen Vorposten erobern, ich will zu Urbosa. Oh mein Gott, okay. Halt erst durch. Oh, ich bin gar nicht mehr im Vorposten drin. Ahem. Das nicht mal erobern. So, Urbosa jetzt aber hier. Mädel. Urbosa? Hm? Warum? Warum tust du das nur? Dein Schicksal endet hier. Prinzessin Zelda. Ich eilte hierher zurück. Doch es war fake. Hätte ich gedacht, eine Situation wie diese vorzufinden. Es war eine Falle. Urbosa? Bist du wohl auf, Prinzessin? Ja. Ja, ein Jäger, natürlich. Verflucht dafür, mir im Wege zu sein! Oh, der größte Jäger. Koga war das. Oha! Aber da ihr schon einmal hier seid... Übernehmen jetzt meine Jungs! Okay, das verstehe ich schon eher storytechnisch. Das verstehe ich schon eher storytechnisch, dass die, Gerudo von der falschen Urbosa geleitet worden sind. Na, das kapiere ich. Alles andere war komisch. So, was kann Urbosa denn so ein bisschen? Wir bleiben jetzt bei Urbosa. Die will sich rächen an den... Yo, wie viele sind hier einfach? Urbosa! Okay, die kann immer so ein bisschen aufladen, ihren Blitz.
und den dann auch abzünden. Also je mehr sie den auflädt, umso mehr kann sie den zünden. So, jetzt haben wir den zweiten. Jetzt haben wir schon drei Striche voll. Und jetzt haben wir gleich den vierten Strich voll. Ihr gebt euch einen Link! Falsche Taste! Selbstverständlich. Das wollte ich. Jetzt ist voll, jetzt kann ich es einsetzen. Ich verstehe. Fort mit euch! Ja, die ist halt jetzt noch nicht sonderlich stark, das ist das Problem. Vielleicht sollte ich noch nicht mit ihr kämpfen. Hey, stopp! Stopp! Das war meine Ansage, ne? Stopp! Nice. Ja, du bist halt noch nicht sonderlich stark, Urbosa. Das ist das Problem. Ansonsten würde ich das fühlen, was du sagst. Ihr gebt euch richtig Mühe. Ihr gebt euch richtig Mühe. Hey, das müssen wir mit Link machen. Das müssen wir mit Link machen, obwohl es noch viel zu schwach. Alles okay, da kannst du nichts dafür. Aua. So. Gott, halten die viel aus, ey. So, der ist weg. Wir müssen zu dem, wo Urbosa war. Oh nein, die habe ich komplett vergessen. OF. Wie viel habe ich denn jetzt schon wieder verpasst? Oh no, ich habe die Cox komplett vergessen. Mist. Ja, so ein Käse. Ich habe die komplett vergessen. Okay. Dann müssen wir uns kurz mal in der Stadt umschauen. Gib dich zum Ziel. Ich guck mich jetzt erstmal in der Stadt um nach weiteren Crocs. So viel Zeit muss sein, sorry. Einmal hier außen rum, einmal hier hoch. Königlichen Palast. Ah, ich kann hier hoch. Alles klar. Dann ist hier oben safe ein... Ja. Aber ins Gemälch, in die Gemächer kann ich nicht rein, ne? Oha, kann ich doch. Dann ist ja auch nochmal ein Krog, würde ich fast vermuten. Ne, aber eine Truhe. Soldatenschwert, okay. Okay, aber kein weiterer Krog. Okay, gut, 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 gut. Aber der Cock war schon mal wichtig. Und gut, dass der da war. In der großen Wüste ist halt safe auch noch Crocs. Das ist... Oh Gott, das ist ein Problem. So, wir gehen erstmal hier außen rum.
Da ist nur eine Truhe, eine Kiste, aber die kann man aufladen. Unser Blitzdings ist nichts weiter. Hier könnte noch was sein. Hier hinten rum vor allem. Hier einfach nichts anderes? Okay. Ballon oder so? Ha. Es wundert mich, dass hier nichts ist, aber gut. So sei es. Ich sehe jedenfalls nichts. Na gut. Muss ja auch nicht immer überall was sein. Boah, es ist schon brutal hell gerade gewesen von der Sonneneinstrahlung her. Okay, hier ist auch nichts. Na gut. Dann ist da halt ja, gerade nichts. Aha! Einen haben wir noch entdeckt. Besser wie nix. Okay. So, jetzt sollen wir da rüber. Dann rennen wir da halt mal hin. Hier in der riesigen Wüste jetzt Crocs suchen ist halt auch nicht so das Geilste. Bin ich ganz ehrlich. Ah, mein Gott, aber wir finden einen. Sehr schön. So viel Glück muss man erstmal haben. Kommt jetzt hier so ein Sandmonster-Ding? Oder warum geht der hier hin? Oder ist Kura hier hingeflüchtet? Yo. Siege die Gegner mit einem lauten Angriff. Laut genug? Ist das laut genug vielleicht? Den nicht erwischt, ne? Ach so, Luft... Ja, Mensch. Natürlich. Gut. Ach, da drüben. Erfolg. Nun, jeden Moment. Okay, ich weiß schon, was kommen wird. Ich will es gar nicht. Ich will das nicht. Oh Gott. Gegen den müssen wir doch safe auch kämpfen dann.
Ist das wirklich so eine gute Idee? Ja. Ich muss sie jetzt bekämpfen, oder was? Bekämpfen, okay. Hier ist einfach eine Truhe. Einen Moment. Ja, ja, ja. Okay. Erobere die Vorposten. Okay, also 4 Vorposten. 3, wollte ich sagen. Groggy. Ein Groggy. Echt jetzt? Ist doch bestimmt ein Groggy. Okay, ist das cool. Aber kein Groggy? Ich hätte hier safe Groggy vermutet. Na gut. Dann will ich das mal glauben, dass hier keiner ist. In den Vorposten gehen. So, der kriegt gleich sowas von auf die Mütze. Sehr schön. Das war der erste Vorposten. Easy. Gehen wir einfach gleich mal zum zweiten weiter. Vorher schauen wir uns nach Groggys um. Da ist doch was, oder? Nee, ich hätte es gedacht. Das hat so geleuchtet. Ist hier echt kein Grog? Das kann ich mir nicht vorstellen. Yo! Wäscheleine ist zu stark einfach. Okay, hier ist nichts. Ist effektiv einfach gar nichts. Na gut. Ich hab's versucht. Die sind auch ein bisschen kaputt. Okay. Unser Arsch wieder aufgeladen. Da warte ich aber ab, bis wir den nächsten Dings vor uns haben. Hier ist auch kein Krog, oder was? Entschuldigung fürs Scannen. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Da scheint er der Nächste zu sein. Hatten wir jetzt nicht vor. Joker, gut. Damit ist er auch weg. Okay. Easy. So. Gehen wir hier wieder raus. Auch ein Krog. Hier zumindest spontan kein. Und geht aber hier außen rum. Ach, da komme ich noch nicht durch. Dann komme ich da gleich erst durch, verstehe. Wait, wie komme ich da ran?
Ach, ich bin dumm. Ich weiß, wie ich daran komme. War kompletter Schwachsinn. Mit Magnetmodul natürlich. Moin. Ja, wo muss ich denn jetzt längs? Ach, da. Ey, was für ein Schlachtfeld hier schon wieder, ne? Du bist aber auch kein Krog, das gibt's doch nicht. Zumindest sehe ich auf die Schnelle keinen. Na gut. So ist es halt so. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Hier auf. Gleich ist der Kommandant wieder da. Na, wo ist er denn? Einfach gar nicht da. Zack! Das war die dritte. Jetzt wird wohl der andere Weg aufgehen. Gut. Der da nämlich nicht. Bissige Koga. Natürlich. Sehr gerne. Sehr gerne. Endgültig stirbt er aber erst im Angriff of the Wild. Wenn er sich selbst die Kugel ins Gesicht drückt. Dieser Vollidiot. Aua! Oh Gott. Fuß angestoßen. Koga! Das war die falsche Taste, aber ist egal. Ah, oh, der hat auch diese Kugeln dabei, okay. I see. Hatte ich jetzt nicht vor. Lel. Nice. So, Abflug. Hat das jetzt gepasst? Oh, was ist das denn jetzt? Shadow Clone Jutsu oder was? Nice. Das war die falsche Taste. Aua. Ja. Ah, der eine hat sich schon wieder verabschiedet. Der andere ist noch am Bienen, aber gleich nicht mehr.
Ja, der ist auch gleich down. Nein, falsche Taste, ich hasse es. Na, ich bin schon wieder paralysiert, aua. Ich kann es halt nicht auslösen gerade, ne? Ich hab's versucht, aber ich konnte es nicht auslösen. So, jetzt. Und das war's. Wer ist das denn? Ziehen wir uns. Nicht mit mir! Koga ist gar nicht der Stärkste, aber Super gab's gar nicht mehr in Breath of the Wild, richtig? Ich kann mich an Super nicht erinnern. Ich kann mich an Super überhaupt nicht erinnern. Aber gut, das war die erste Urbosa-Mission. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier jetzt wieder eine Titanen-Mission gibt oder nicht. Bei Revali gab es ja auch keine. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.